Umfrage hier bei LR19 auf Friedrich Marsch. Ja, ich habe gerade gesehen, auf Feld Nummer 7, die Stickstoffwerte ganz schlecht. Bei 6 auch noch ein kleines Pünktchen, was wir machen müssen. Wir werden das sofort erledigen. Ansonsten haben wir schon mal ganz gut vorgesorgt. 49 will nicht mehr. Und 17, 18 muss noch die Aussaat kommen, da hat noch Zeit. Hier ist auch noch was zu ernten und hier ist Gras drauf, dann müssen wir auch noch was tun. Also wenn wir uns mal zuerst, das können wir ignorieren, die 7 machen und dann die 23, da ist mit Gras. Wenn wir gleich mal mit Dünger losfahren. Bisschen laut. Für mich jedenfalls. Für euch, mal kurz gucken. Ja, das geht wohl, das passt. So. Erstes Mal Richtung Produktion fahren, ne? Dünger. Weil ist ja nicht ganz leer, aber ist wie gesagt, ist eine beste Reserve drin. Wenn er besser ist, tue ich, wenn er voll ist. Sonst ist Probleme. So, aufgefüllt. So, N. Kurz mal die Lenkung reaktivieren. Und dann werden wir sofort losdüsen mit dem Feld Nummer 7. Da lassen wir doch mal gleich dümmen. Mal Licht anmachen, ist ja dunkel hier. Haben wir eine Innensicht. Das wird man gleich mal ausmachen hier. Ja, hier ist. Hier, ich wünsche euch einen schönen guten Rutsch und viel Glück im neuesten Jahr, im neuen Jahr, ne? Vor allem Gesundheit und ja, möge der Job erhalten bleiben, ne? Gesundheit, Arbeit ist mit am wichtigsten. Ich tue das persönliche Glück natürlich auch. Das Glück können wir beeinflussen. Gesundheit in allermeisten Fällen auch. Ja, das Glück, da muss oft mal nachgeholfen werden, ne? Ja, wir fahren weiter auf Feld Nummer 7 und düngen dort und dann schauen wir noch, was wir machen können. Hier und da noch was machen und dann müssen die Kühe versorgt werden. Zum morgen früh müssen wir wieder Futter haben und Wasser. Das mache ich dann auch mal gleich, nachdem ich hier das schon arbeite noch. Tank ist voll, ja. Hier brettern wir durch. Geradeaus, das passt. Dass wir bald anfangen können, wieder was zu verkaufen. Ne? So. Ein bisschen mehr Licht. Nö. Aber das Feld ist schon hier vorne, das passt. Wird gleich wieder meckern. Also gleich gucken, alles tiefrot. Hier mal kurz Kursplay. Kursgenerierung. Feld 7, haben ein Vorgewende, Uhrzeigersinn, 7%, 30 Meter, das passt. Und dann lass ich mal arbeiten. Ich war eigentlich der Meinung gewesen, dass der hier schon fertig war. Und wir müssen was zugeben, ne? Also hier gewaltige Mengen, wie man auch sieht, wird sofort grün, das ist war dringend notwendig. So. Unser Heu, das fahren wir später. Da wollte ich mal gucken. Ich will ja hier dieses Feld mit Gärresten automatisch fahren lassen. Also aktuell ist das hier verkehrt. So, das haben wir bisher mitgekriegt. Wir beginnen oben mit Feld 3. Dann geht es beladen. Gärreste. Also Kaufstellen. Und zwar BGH Nord Belan Gärreste. Und hier stellen wir ein. Kursgenerierung. Fehlerquelle Nummer 1, wir haben 2.
ein Vorgewende bei. Das generieren. Ich muss da drüben gleich mal dort auf Fels 2 einstellen. Ob ich hier nur abfahre? Ja. Fels 2. So. Und hier, auch ganz wichtig, hier muss es aktiviert werden. Also hier entladen, auffüllen. Okay. Dann, ja. So, der erste Wegpunkt einstellen. Mal schauen, ob es gut. Drüben liegen aber leider ein paar Ballen im Wege. Da kommen wir nicht raus. Das ist aber seit geraumer Zeit so. Gehen wir hier so rüber rein. Ich hatte hier eigentlich 14 nicht. Ein. Da müssen wir wieder reingehen über die Karte. Der war kalt drinne. Mal grad gucken. Der war auf dem Weg zurück. Das heißt, wir werden das mal gleich mal selber kalken. Voll mit Licht. Ich habe da mal einen Mod gesehen. Für wo man früher mal vorne im Prinzip nochmal Licht dazu machen kann. Auf diesem Streifen würde ich noch kalken. Das machen wir jetzt manuell. Beginnen ganz oben. Der kurze Fahrer war zwar in der anderen Richtung, aber wir machen ja nicht so eine Kurve. Aber wir können den Strich ganz gut verwenden als Orientierung. Dann ist er hier mit Kalk erledigt. Dann ist er erledigt, ja. Genau. X ausklappen. Hey, fahr mal los. So, ein bisschen mehr in die Mitte rein. Muss ja nicht so genau sein, aber ungefähr, ne? Ja, packen wir das fertig und dann gucken wir gleich die anderen Felder nach, wo noch was gemacht werden muss. Jetzt haben wir ja schon 23 Uhr. Es kann sein, dass es jetzt bald mit Karten vorbei ist und dass der Wachstum dann durch ist und dann eher Erntereife, wo bitte Sommer, weiß ich genau, sieht schon recht weit aus. Was wir hatten, ne? Ich sag mal so, das ist nicht ganz so tragisch, nicht ganz 100% so kalt ist. Ja, ist halt so, ne? Ja, hoffe, euer Jahr ist, das letzte Jahr ist halbwegs bestanden. Ich hab's halbwegs geschafft. Und natürlich hoffe ich, dass im nächsten Jahr noch ein bisschen besser sein kann, ne? Also, von Schaden kann es nicht sein. Ein bisschen besser ist. Die Zukunft, die ist immer variabel, das ist Änderungen können eintreten, das man vorher gleich dran denkt. Wie ich schon sagte, es ist ein bisschen Stein gemeißelt, ne? Also das ist alles offen. In den meisten Fällen kann sich nun zum richtigen Guten enden. Egal für wen, also ja, hier geht es weiter mit ja, Kalten ist gleich fertig, sehe ich so schön, ne? Erledigt. Ist der gleiche Leser, ja, ist erledigt. B und X, dann fahren wir zurück. Mal kurz gucken, ob 19, da das ja 19 passt auch, das ist Stickstoff. Da ist er gerade bei. Stickstoff. Bodentypen, pH-Wert. Gut, die 23 könnt ihr auch nochmal fahren. Da ist ein Gerät. Dann fahren wir zu 23. Das ist schon Kalk. Und machen dann da auch noch Kalk rein. Auf geht's. Da ist die Kreuzung. Dann checken wir den auf die Straße. Gucken wir keinen Langkack. Und dann checken wir bei Allreif Richtung. Wie gesagt schon, also, oh, ja, da ist Leitplanke. Deswegen. Ja, dich daneben ist auch daneben, ne?
Also drauf. Deswegen mag ich im Dunkeln nicht so gern spielen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt angefangen. Ach, schon mal starke Bauer, ne? Hätten wir auch gleich mit dem Traktor machen können. Ja. Kühe wollte ich noch machen, das ist ganz wichtig, da werden wir auch gleich dem wir den hingeschickt haben. Das Feld Nummer 23. Das sollte eigentlich von Kalk reichen. So, anderen Modus. Und Feld Nummer 23. Auf geht's. Und wir gehen zurück zum Hof. Schnappen uns da einen Traktor. Anhänger müsste eigentlich beim Mischfutter stehen. Das wir wieder ändern. Sonst kommen wir da nicht hin. Wir suchen. Und wir sorgen die Kühe, ne? Und am Anschluss nachher gleich die Lager ist da. Da ist der Anhänger. Also die anderen beiden Anhänger. Müssen wir wieder richten. Da hinten war ein Traktor alleine, den nehmen wir gleich. Und hier haben wir Licht, da können wir ein bisschen besser arbeiten. Dann kalken wir halt in Not morgen früh. Dann können wir gleich wegräumen. Weil der mit dem ging es die Deckel für die Düngerfeuer nicht auf. Warum auch weiß ich auch nicht. Vielleicht fehlt die Updates. Ne? Fehlerhaft oder keine Ahnung. Wir werden es Kühe Futter geben und dann gleichzeitig Wasser aufdrehen. Ich muss eigentlich jeden zweiten Tag füttern. Ich habe bei Season nichts verändert. Aber bei den Silagepreisen nichts verändert. Also die Preise sind so original wie vorgesehen wird. Ne? Also da ist nichts. Ich musste ganz kurz mit dahin fahren. Das Förderband aktivieren und den anderen Traktor losschicken. Dass wir die Mist für das OPGH bringen. Das ist da. Ob wir hier mal irgendwann den Mist hier entsprechend verarbeitet bekommen. Das heißt, hier kurz reinfahren. Oh, unser Mähverkauf, der automatische. Das ist auch eine Erweiterung vom Mod für Wasser. Aber den müsste ich ja nicht. Den Punkt könnte ich nur versetzen mit kühles Waven. Wird leider stören. So, und hier gucken wir mal, ja, das ist hier fast leer. Dann drüben mal gleich mal den anschalten. Kühe schlafen ganz gerne im Stehen, so wie die Pferde. So. B, anschalten. Aus. Wo ist der andere? Bestimmt bei der BGH. Ja. Den müssen wir gleich leer machen. Den Mist zeigt er mir leider nicht an. Aber wenn er voll ist, er voll. So. Gut. Er läuft auch wieder. Dann gehen wir hier zurück. Kuhstall. Beziehungsweise gleich. Das ist ein anderer Traktor. Aber. Ach, hier sind die Silageballen, die neuen. Immer noch Gras. Unsere Heuballen werde ich dann gleich nachher zur Mischfutterfabrik abladen. Mitte Sommer. So, jetzt haben sie einmal Futter bekommen. Und dann müssen wir noch einmal was kriegen. Komplette Gegenverkehr. Na, so schnell ist er auch nicht. Sollen wir noch Licht anmachen, ne? Wir das sehen können. So. Mischer doch weg.
Maximum, ach so. Ach hier, das ist der auch vom, vom Düngen. Das machen wir sofort, wenn er zu weit weg. Das war nix, ne? Ah, gut produziert. Das brauche ich bei meinen Neffen. Im Gemeinde auch Matchmap spielen. Spaß ohne Ziele. Ich glaube, war es ein Challenge, aber das hier hat man locker. Das ist auch mehr für mich ein Testgebiet für diese Dinge. Outreif und so. Blocking, Dünger, Mischration. Blocking, Dünger ist der gerade fertig ist und Kralf, der fährt gerade dahin. Also, okay. Ja, Kalkproduktion wäre jetzt auch bald sinnvoll, ne? Also ich habe so also gemerkt, Matchmarkkarte, da geht viel Kalk drauf. Also. Und bei Gras. Grasernte, wieder Kalk. Dünger, Dünger ist ja eh klar, aber Kalk geht ja mehr rauf, ne? Also. Auch eine Portion. Bin ja gespannt, was der Mist so einbringt bei der Vega. Bin ja am Tag so ein bisschen gefahren. Nach Möglichkeit. Und schauen wir mal, ne? So, Futter haben sie jetzt. Strohlicht noch. Kurz mal gucken, links zu sehen. Gegenverkehr. Das habe ich so ein bisschen geahnt, dass er jetzt reif ist und kommen ist. Hätte nicht machen können, aber hätte ich nicht reagieren können. Aber wir brauchen ein bisschen Futter für die kleinen Kühe, ne? Für unsere Kälber. Bisschen nach ausgesondert habe. Im Grunde sind die Mastbullen her reif für den Schlachter und die Kälber sind unser Nachwuchs, wo im Prinzip neue Kühe, also neue Milchkühe dann bekommen. Ne? Sobald die ersten fruchtbar werden, gehen die rüber zum. Hier muss ich mal aufräumen. Der eine Anhänger ist auch reingefahren, habe ich es mal reingefahren, sag ich mal so. Ja, Hopfen, die Ernte kommt jetzt nachher. Ne? Jetzt geht los nachher mit Aussaat. Raps, Feld 3 ist schon vorbereitet, da auch schon mal Gärreste ausgebracht. Und Feld Nummer 2 mache ich gerade, wenn das klappt. 15 km/h fährt er. Die Ballen könnten im Weg stehen, das könnte passieren. Vielleicht fährt er die unten. Hier war verkehrt, Junge, hier war verkehrt. Im nächsten Stall bitte. Wieder abgelenkt. So, mal gucken. So, BGA 136.000. Da wird Nullzahlung 0. Dann werden wir mal gucken. Hat sich das hier auf Null eingestellt, das soll nicht so sein. Outdrive, oh, kosten Fahrzeuge. Ach, das ist wieder angezeigt. Einnahme Gebäude, klar. Jetzt wollte ich mal was gucken. Erstmal aussteigen für Wasser. Jetzt blockiert irgendwas. Der mit dem Autoreif blockiert. Der Belader hier mit den Trigger. Warten bis der Mist voll ist. 60%. So, da rein.
Gib ihm mal Futter. So, mal gucken hier. Blocking. Okay, ist alles klar. Der THC, das ist ja hier unser Deutsch. Für. Kann sein, dass ich da. Oh, das ist schon erreicht. Dann ist bald fertig. 80%. Ja, gleich mal gleich, ne? So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier der Marsch. Ja, mit Schweine versorgen noch und nächsten Vorbereitungen fürs Bestellen und Raps auf dem Feld. Tschüss, ciao, ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen, fleißige Liken und so weiter. Ne? Für alles schön Dankeschön und tschüss.